Leute, wir haben jetzt den Montag vor dem Kampf. Es sind noch 4 Tage bis zur Waage und 5 Tage bis zum Kampf. Wir waren gerade ein bisschen shoppen für unsere Familie. Training steht ja nichts mehr auf dem Plan. Nur noch ein bisschen Beweglichkeit. An dieser Stelle möchte ich mich einfach mal bei Autosport Förster bedanken, die auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass wir unser Trainingscamp hier in Amerika haben stattfinden lassen können. Und ich hoffe, ihr habt alle reichlich das Early Bird Ticket euch gekauft, damit ihr den Kampf auch live miterleben könnt. Ab 2 Uhr deutscher Zeit, sonntags morgens, geht es los. Viele haben uns nach dem Gameplan gefragt. Der Dennis ist jetzt hinter der Kamera. Ihr seht es jetzt sozusagen aus der Ich-Perspektive, wie es Dennis sieht. Ich erkläre euch den Gameplan. Das ist der Ring. Erstmal, Ring ist ein Ring. Auch wenn das hier mit Ecken ist, ist trotzdem ein Ring. Nicht nur das, ist ein Ring. So. Wir haben hier einmal eine Ecke, die ist blau. Eine Ecke. Ist rot. Das ist erste Regel. So. Ich werde dafür sorgen, dass Dennis Gegner als erster einläuft. So, hier lang. Kommt, geht einfach. Zack. Steht schon hier in die Ecke. Jetzt kommt die Idee von der ganzen Story, wo wir hier trainieren. Der Dennis kommt rein. Zusammen im Team. Der geht in den Zuschauer rein. Zuschauerbereich. Geht ganz schnell herum. Leute fragen sich: Wo ist der? Wo ist der? Was macht der? Dann geht der. Wo ist der Dennis? Wo ist der? Wo hat er sich versteckt? Der geht hier? Dann geht einmal rum. Rum. Eine Runde, noch eine. Noch eine Runde. Und eine Runde, aber rückwärts, wenn Leute denken, der geht wieder die Runde. Dann. Wenn er in Leute ist, mach der hier. Einmal so einen Ticken, Slick. Und dann geht er hinter den Gegner. Bevor der Gong ertönt, der gibt den Gegner von hinten einen Batch, den er rein. Dann hat der Gehirnerschütterung. Wenn ein Fight beginnt, der steht auf, der geht hin, der sagt: Hör zu, ich will nur reden. Ich will nur reden. Wenn der andere seinen Handschuh aussieht, der batch den noch einen rein. Dann ist. You don't really have to explain, Die drei von der Tankstelle, die sitzen gerade beim Friseur. Man kann auch sagen, die drei auf der Hühnerstange. Guck mal, wie der aussieht wieder. Sieht gut aus, oder? Fantastisch. Jetzt geht's auf zur Pressekonferenz. Schauen, was da so los ist. Das ganze Team ist auch hier und ich werde euch ein paar Einblicke verschaffen. Bis später. Thanks for having us. Wenn du gut gelernt hast, schreibst du eine 1. Wenn du nicht gut gelernt hast, schreibst du eine 4. Das ist einfach so. Das ist einfach so.
Do the boxing pose. Culture. Yeah. So to how you said it in all one sentence. Say do say all one sentence. Ich bin ein kölscher Jung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Also ich bin ein kölscher Jung. Ich bin ne kölscher Jung. Ja. Jung. Ich bin ne kölscher Jung. Dankeschön. Ja, das ist Spanisch. Dankeschön. 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 Una vez. Something different. When you speak, when you talk about what you want to do, what you believe in yourself, there's truth to it. There's not, do you understand what I'm saying? There's not bullying. Because every fighter you know, I'm going to kick his ass. I'm going to do this. I'm going to do that. I'm going to do that. But the realness in their voice and their belief in themselves is not real. It's not a real belief. Yeah. You believe in yourself enough to leave Germany, go all the way. Yo, was geht ab? Wir haben gerade das letzte Anführungsstrichen Training hinter uns gebracht. Eine kleine Motivationssprache von Jason, von der wir aber allerdings nicht allzu viel einschneiden werden. Ich werde mir die wichtigsten Worte raussuchen. Ich gehe jetzt nur 15 Minuten aufs Fahrrad. Ich bin schon unter meinem Gewicht, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich ein bisschen schwitze noch. Und dann geht es heute Abend auf den Strip. Und das werden dann auch so die letzten Bilder für den vorletzten Block sein. Da werden wir euch ein bisschen was von Vegas zeigen. Und danach werdet ihr uns erst wiedersehen, wenn wir den letzten Block hochladen. Ich möchte mich jetzt vorab schon mal bedanken bei allen, die Blocks so zahlreich geschaut haben. Ich weiß nicht, was ihr mit meiner Facebook-Seite gemacht habt. Ich habe irgendwie 300, 400 Likes mehr bekommen, wenn nicht sogar mehr. Ich zähle das nicht. All meinen Sponsoren erstmal nochmal Danke sagen. Meiner Familie, den Leuten, die extra hier angereist sind. Mein Patenonkel, der Sascha, Jason, Jeff, mein Papa, Badisch. Auch die morgen noch kommen. Morgen oder beziehungsweise übermorgen kommen ja noch welche. Der Jan, der verrückte Moe-Jan. Hat 3 Tickets für die erste Reihe gekauft, was ich nicht glaube, aber werde ich ja dann sehen. Anzutreffen bin ich nächste Woche Samstag, wenn ich wieder zurück bin, in Köln. Wir werden eine Siegesfeier machen. Wo genau das noch sein wird, werde ich euch noch mitteilen.
ja, wie gesagt, ich bin topfit. Ich fühle mich jetzt noch besser wie vorher. Das ist, glaube ich, die beste Vorbereitung, die ich je gemacht habe. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Und ja, wie gesagt, gleich die letzten Bilder. Und dann werdet ihr uns morgen live bei der Waage sehen. Oder heute, wenn wir den Blog hochladen. Danke euch einfach. Danke für den Support. Danke aber auch für die Hater, die jeden Tag irgendwas unter meine Bilder schreiben. Ihr seid meine Motivation. Nicht die Leute, die mich supporten. Die Leute, die mich supporten, die sind meine Leidenschaft. Aber die, die mich haten, das sind die Leute, die mich motivieren. Kommt erstmal dahin, wo ich es jetzt hingeschafft habe. Vor allen Dingen mit einem so kleinen Gym. Oder eher gesagt, wechselt erstmal von den Amateuren zu den Profis, dann können wir weiterreden. Ja, ich sehe, wie viele Leute jeden Tag unter meine Profile schreiben. Und das ist einfach, euer Neid ist meine Anerkennung. So, ganz einfach. Ich muss die Worte einfach mal loswerden jetzt. Ich habe mich die ganzen 4 Wochen ruhig gehalten, auch was diese ganzen Internetsachen angeht. Nicht, dass es mich aufgefressen hat, sondern es hat mich motiviert, weiterzumachen. Und wie gesagt, schafft das erstmal dahin, wo ich es geschafft habe, mit dem Team, was ich um mich herum habe. Ohne Geld, ohne Connection. Wir haben das alles selber aufgebaut und ja, ich glaube, so einige Leute werden sich Samstagabend bzw. Samstagnacht wünschen, in meinen Schuhen zu stecken. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich danke euch allen. Ich danke jedem Einzelnen, der diesen Link, diesen Livestream gekauft hat. Ich hätte es genauso gemacht. Ja. Und ich danke auch jedem Einzelnen, der Randfighting höchstpersönlich eine E-Mail geschickt hat, dass mein Kampf auch ausgestrahlt werden muss. Danke euch und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. So Leute, wir sind jetzt gerade am Strip entlang gegangen, jetzt kurz hier rein, weil ich mit der Achterbahn fahren will, die hier ist. Schaut euch das einfach mal an. Also das ist eine ganz, ganz andere Welt hier. Ein bisschen verrückt, crazy. The American guy say crazy.